So. Guten Tag. Ich mache nochmal ein entspanntes Röntchen. Grrrt. Ja. 47 Rennen. Uiuiui. Ui, ui. Schon zwei online. Eieiei. Ei, ei. Ich drehe gleich durch hier. Die Punks, Alter. Die Leute unten. Okay, Kapitän. Anspannung vor dem Saisonfinale ist groß. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Hol uns den Sieg. Ich weiß, dass du das kannst. Ja, 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 ja. Ich habe schon wieder ein bisschen weitergespielt im Vergleich zum letzten VOD. Ich könnte jetzt schon hier, glaube ich, oder? Doch nicht. Nee. Hier, drei Events. Runde 1, Runde 2, Côte d'Azur. Oh ja, schön. Barcelona, ja. And we are going to see... Scheiß Windows, Alter. Scheiß Warnung hier. Fenster hier, dieser Leistungsmodus hier. Nein, die Grafik ist so gut. Wir müssen doch schon fort Aero ausschalten. So, hier, heute wird Benz hier fahren. Ich habe schon wieder so einen Hals. Ja, den ganzen Tag unten vorm Haus am Rumkrakeln. Jetzt haben sich alle nach drin verzogen. Schön die Türen rein hier knallt. Bumm, wieder zwei drin. Zwei Minuten später kommen wieder drei, vier Leute rein. Bumm, wieder die Tür zu. Hier knallt die Hunde. Die Kinder heulen rum. War heute etwas vorausschauender als sonst. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit... Halt dein Maul und dann... jetzt geht die Mucke los. Also ich raste aus. Achso, ich muss wieder auf Handschaltung umschalten. Ich habe vorhin ohne Ton gespielt. Nebenbei habe ich Fernsehen geguckt. Und dann habe ich den auf Automatik wieder gestellt. Dieses Auto hat ein ausgewogenes Setup und eignet sich deshalb für verschiedene Streckentypen. Ja, so, sehr toll. Ist auch freundlich, dass du mir das nochmal erzählst. Jetzt übrigens schon mal eine Karre zu Schrott gefahren. Am Ende des Feldes angekommen. Lass dir was einfallen. Man kann die Karre auch kaputt fahren. Falscher Knopf. Mist. Ich bin ein bisschen unkonzentriert, weil mich das echt nervt, diese Spastis, Alter. Wie gesagt, ich habe eigentlich an sich so gegen niemand was, gegen Punks oder was gibt's noch, irgendwelche Linken, Super Ultra Heinis da, was weiß ich. Aber wie die sich halt benehmen, Alter, das ist... Wofür ist eigentlich diese Anzeige unten links? Ich meine, da sind die Pfeile jetzt so überkreuzt, weil das halt eine sich ändernde Streckenführung ist. Ja, aber was ist dieser rote... Lenkung ist wieder im Arsch, zieht nach links jetzt. Ich bin auch schon mal auf der Felge gefahren vorhin mit so einem scheiß Alfa Romeo. Diese rote Anzeige oder ist das die Gesamtstrecke vielleicht oder so? Ich weiß es nicht. Dann müsste jetzt ja da das Ziel sein, ja.
Tatsächlich, es ist die Strecke. Ach, das sind die einzelnen Sektoren dann. Ah, okay. Bei Dirt ist das so ein langer Balken. Hier ist es jetzt halt in einem Halbkreis. Okay. Du hast den Platz an der Sonne. Ja. Scheißegal, ich muss jetzt fahren. Ich muss mich ablenken jetzt noch, bevor die Alte kommt. Dann muss ich die gleich durchbumsen, Alter. Zack. Los geht's. Müsste jetzt Feierabend haben. Die Gutze. An der kurzen Tür hast die wüsste, Junge. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahr. Sei wachsam. Ah, jetzt kommt dieser Linksknicktunnel da. Ja, I see. Oh, ich doch schon mal gefahren hier. Hier ist nur 90, ich fahr schon 180, Junge. Kein Problem hier. Yeah. Wen habe ich fast? Der ist noch ewig weit weg da. Ja, jetzt geht der Sound wieder los. Und Facebook hat da, ich raste aus. Ich schmeiß alles kaputt jetzt, komm. Die Hunde bellen hier. So, hier aus, auch aus, alles aus. Bus. Toll, dritter Platz nur. Okay, ein Versuch noch. Halt, stopp! Du bist bestens vorbereitet. Bleib konzentriert, dann kann nichts passieren. Natürlich. Ja, jetzt kommt. Oh, fuck. Pissecke da. Du bist fast in den Top 3. Damit bist du in den Top 3. Ja. Ich muss auch wieder Stoßstange fahren hier. Der Motorhaube meine ich. Oh, mit dem Stern vorne drauf. Toll! Da hängt einer am Arsch, Alter. Das war ein bisschen zu schnell. Das war scheiße.
Das kommt schon. Ja, 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 ja. Abhauen. Aus dieser Position kannst du jetzt Platz 1 angreifen. Ich will ihn kriegen. Damit bist du auf Platz 3 abgerutscht. Du bist Zweiter. Ah, schade. Geht wohl nicht mehr. Mist. Na gut. Ich bin nur Zweiter in dem Rennen gewesen. Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven, ja. Abzweigungen. Das erfordert volle Konzentration. Kein Problem. Weg mit deiner Kümmerre da. Scheiße. Alter. Warum hat der so ein neues Auto, nicht so einen alten Scheiß? Ja toll, da gibt's wieder ein Ping-Pong-Auto, Alter. Nur noch zwei Runden. Was ruckelt denn jetzt schon wieder so? Krieg schon wieder eine E-Mail, Alter. Alter, was ist denn hier heute los? Weiß nicht, ob wir die Mucke hören können von diesem Spastologen. Na, jetzt geht's aber mal wieder hier. Na und? Wo macht man das? Ich bin ein bisschen geladen heute. Oh, der war gut. Was denn da rechts hier? Rechts Vorbeifahrverbot. Okay, Kumpel. Letzte Runde. Du musst dir noch was einfallen lassen, um in die Top 3 zu fahren. Mist. Ist auch Mist. Ah, das war gut.
Wie, nur Dritter? Betrüger, Scheiße. Hier, Mist. Einmal Zweiter, einmal Erster, einmal Dritter. Reicht das aus? Der Sieger steht fest. Wow, was für ein Triumph. Oh. Du hast die Saison okay, gewonnen. Bei Punktgleichheit gewinnt man. Yeah. Fünf Sekunden hier, Supernova-Betrüger hier. Oh hier, jetzt gibt's wieder eine kleine Sequenz. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? Secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. Oh. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Ja, ganz cool gemacht. Das scheinen wohl irgendwie originale ESPN-Moderatoren zu sein. Hier in Deutschland ist das nicht so bekannt. Das ist so ein Sportsender in Amerika. Und wenn das halt original, ich weiß es jetzt nicht, denke ich aber mal, weil die das ja als ESPN-Show aufziehen. Ist ganz cool gemacht. Ja, statt, wenn es jetzt was Deutsches, wenn sie es auf Deutsch gemacht hätten, dann würden die da jetzt, weiß ich nicht, im aktuellen Sportstudio sitzen oder so. Ja, zum Beispiel. Es scheint, als ob diese Saison unsere bisher beste wird. Ja. Wir haben die Chance, mit der WSR die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Oh ja, ja. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Triff deine Wahl. Und los geht's. Ach Mist, ich hatte noch Promo-Event offen in Season 2. Schade, schade. Ah, schwarzen Bildschirm. Ah. Du musst das Auto wählen, in dem du die Rennen bestreiten möchtest. Oh ja. Oh ja, ein R34. Aber der ist natürlich... Sieht man auch gleich schon bei den anderen Autos. Da ging das wie bei dem hier knapp bis zur Mitte. Hier ist es knapp über die Mitte bei Top Speed. Aber der hier ist ja noch schneller. Allrad Grip. Ich glaube, ich nehme mal hier den schönen R34. Okay, gute Wahl. Schön schnell. Ja, irgendein Standardmist hier, was weiß ich. Wenn wir die WSR zu einem weltweiten Erfolg machen möchten, müssen wir den asiatischen Markt erobern. Das ist wieder nur eine erste Einladung. Ja, lass doch einfach fahren. Best of Three gefahren. In jeder Runde gelten unterschiedliche Startbedingungen. Um eine Runde zu gewinnen, musst du entweder 5 Sekunden vor dem anderen Fahrer liegen oder als erster über die Linie fahren. Vermeide Kollisionen. Bei mehr als einer leichten Berührung verlierst du die Runde. Mhm, also kein Geramme. Schön mit dem Nissan, geil. Da, 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 Rekordsiege, Serie 13. Hongkong, Junge. Ab, Lai Shao. Zwei Wege führen zum Sieg. Fahr einen 5 Sekunden Vorsprung raus oder komm als erster über die Linie. Du ziehst schön davon. Natürlich. Ja, einen geilen Schlitten, Junge. Endlich mal was über 250 fährt. Oh, hui. Er ist zwar schnell, aber der ist halt... Wiegt halt auch so viel wie ein Panzer, der Karren hier. Muss mal dran gewöhnen an die Maschine hier. Du hast dein rechtes Vorderrad beschädigt. Rechne beim Einlenken mit etwas mehr Widerstand. Ich kenne die Strecken jetzt auf jeden Fall noch nicht so. Kann kaum mithalten. Push weiter. Ja, ich push voll los, ja.
Mal voll ausfahren, den Hobel hier. Man hört wohl nichts mehr, da vorne schon das Ziel. Ah, ein bisschen platt gefahren, die Kiste, aber ob zu einem Ziel. Ja. Im Sieg bist du sowas wie ein neuer Held. Ach, Ruhe. Die Kowloon-Dragons stehen kurz davor, sich uns anzuschließen. Bei nur einem einzigen Gegner darfst du dir nicht viele Fehler erlauben. Bleib voll konzentriert. Jetzt gebe ich mal mir größte Mühe. Ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn man sieht. Das ist okay. Fünfter Gang, der Drehmoment, Junge, der schafft das. Ah ne, er war Vierter. Du hast ihn mächtig unter Druck gesetzt. Jetzt mach den Sack zu. Ah, fast die 5 Sekunden voll geschafft vor Ziel noch. Yeah! 2 Sekunden schneller als vorher. Aus der hinteren Startposition heraus zu gewinnen, ist eine tolle Leistung. Gut gemacht. Knapp gewonnen. 12 Sekunden. Betrüber. Was? Ach, was weiß ich. Achttausendfünfhundert. Was? Ach so, ja, ich habe mich verzählt, Entschuldigung. Aber 500 war richtig. Du brauchst eines dieser Autos für ein anstehendes Event. Such dir eins aus. Ich lasse es dir dann liefern. Das ist beides wieder so eine fette Dinger, Alter. C63 oder ein M3? Ich glaube, ich nehme den BMW. Wir fassen hier in Asien langsam Fuß. Ja. Du kannst entweder weiter gegen die Kowloon Dragons fahren oder die Einladung von Dubai VIP annehmen. Na, natürlich. Den besten Racing Club in den Emiraten. Nein, wir nehmen erstmal die hier. Oh, mit Wald und Brücke. Schön. Okutama. Hongkong. Tori Rush. Ja, da hat man, das sind dann die Siege, die gezählt werden, wo man halt nicht restartet hat, das Rennen. Und das waren halt 13 Rennen, die ich in Folge gewonnen habe, ohne Restart. Die Strecken in Okutama haben extreme Steigungen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Ach, komm. Drehmoment. Startest mit einem Vorsprung. Verschenk keinen einzigen Millimeter. Er fällt zurück. Vergrößer deinen Vorsprung noch. Welche Möhre fahre ich denn? Fahre ich wieder den Dings? Achso, den Nissan, jawohl. Nee, nach rechts.
Schön mit dem Nebel da im Wald, so ist schon cool. Sie ist schön davon. Push weiter. Er kommt dir langsam näher. Versuch die Lücke zu vergrößern. Ey, das war zu viel. Das hat ihn zerrissen. So, 84% Gesamtschaden. 84G, Alter, da hast du aber schon ein bisschen hin. Mit 190, 84G, Alter, da hält dich nichts mehr zusammen. Voll gegen die Kante gebrettert, ey. Schon hier. Muss noch ein bisschen Speed rausholen aus der Kiste hier. Mach weiter Druck. Wenn er noch einen Fehler macht, ist dir die Runde sicher. Yeah! Juhu! Nimm dies! Gleich ein Erfolg. Das wusste ich, dass das ein Erfolg gibt. Das kann gar nicht anders sein. Klasse! Du lässt die vermeintlich schwierigste Disziplin wie einen Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Piss dich da mit deinem Scheiß. Du bist fast dran. Gib alles. Voll Stoff, Junge. Bam, Alter. Bam. Schon wieder Schrott. Kann doch gar nicht sein. Da ist halt ein Reißschlüssel, der hält nichts aus. Mit dem Benz wäre das kein Problem. Gewonnen euch 5 Sekunden Regel 1:23. Guck mal, Supernova. Du hast ihm keine Chance gelassen. Ja. Da steht nichts, Junge. Endplatzierung 1. Habe ich noch keine SMS von der Frau, dass sie auf dem Weg ist. Es muss da ordentlich reingerattert werden. Na komm, ein Event machen wir noch und dann ist Feierabend hier. Wir müssen etwas tun, um die kommende Saison mehr ins Gespräch zu bringen. Für dich stehen einige Promo-Events an, die dabei helfen sollten. Ach. So, jetzt kommt erstmal das Hongkong Pok Fu Lam. Oder machen wir hier das... da waren wir gerade. Da waren wir hier Hongkong Pok Fu Lam. So, was haben wir hier? Pok Fu Lam. Ja. Ich will aber mit dem BMW fahren. Scheiße. Volles Rohr. Wankelmotorkarre da hier, Schrotthaufen da.
Problem, die haben das auch gemacht. Ich habe jetzt rausgefunden, dass man in der Ansicht auf Rechtsstick klicken muss, um rückwärts zu gucken. Mist! Mann, der hat die Karre schon Schrott, der hat gar keinen Reifen. Habt ihr gesehen? Na, der vordere, rechte Vorderrad. Siwang, Junge. Kommst nicht mehr vorbei, du hast vorbei, Fahrverbot. Ja. Yingong Hongwei, Alter. Aber wir können uns mal eine Wiederholung angucken. Mal gucken, wie die Wiederholung ist. Wo ist die Kamera? Ach da, hier. Ach, gibt's nur die Standardkameras? Das ist ja blöd. Ich werde gar nicht so eine Außenansicht oder so machen, das ist ja blöd, so. Wie bei Gran Turismo oder bei anderen Rennspielen, wo man halt... Ja, man kann spulen, ja. Wenn man so eine Außenansicht und so wie so eine Fernsehkamera hat, so, das ist ja scheiße. Schade. Ach, ich bin hier von den Zeiten, ja, da ist der Supernova wohl noch gar nicht hier. Da musst du wohl mal nachlegen, mein Freund, mit meinen ersten Plätzen mithalten wollen hier, was? Ich will mit dem BMW jetzt mal fahren hier. Extra ausgesucht, jetzt muss ich nur die... jetzt haben wir schon gleich 1 Million Fans. Ja, 1 Million Fans. Kannst du dein neues Können zeigen und ein größeres Publikum auf die Bühne. So, was haben wir da? Ein Coupé, AMG. Fahren wir einmal mal hier. Mal weiß ich, wo wir da fahren. Ist auch scheißegal. Ob sie noch mal fahren? Ja, BMW, Junge. Teilnahme an WSR-Events 12. Letztes Rennen. WSR-Siege 11. Strecke mich gar nicht sehen, ich will nur fahren. Wie die Mühle so aussieht hier, ja. Oh. Oh, ja, sehr gut. Zielzeit 1 Minute. Hä? Ich hab gar nicht gerafft, dass das auf einmal die Kamera sich so gedreht und das Auto überhaupt nicht. Was war da denn los? Das rafft das voll nicht, weil die Motorhaube so groß ist. Das kriegst du gar nicht mit. Ob sich das Auto bewegt, Alter. Ja,
Ist ja völlig abgefuckt. Mit der Karre kannst du nicht Motorhaube fahren. Alter, so eine riesen Motorhaube. Hast du das mitgekriegt? Weil du halt nicht siehst, dass sie sich neigt, die Motorhaube. Du siehst nur, dass das Bild sich dreht, aber du siehst das Auto halt nicht, wie es sich bewegt, weil das... Nee, das ist blöd mit dem Auto hier. Das ist ja scheiße. Aber egal, wir brauchen ja nicht mehr mit dem fahren jetzt erstmal. Wir müssen etwas tun, um die kommende Saison mehr ins Gespräch zu bringen. Für dich stehen einige Promo... Ja, komm, machen wir den auch noch schnell hier mit dem C63. Jawohl, komm her. Meistverwendetes Auto immer noch der Nissan Fairlady, mit dem ich am Anfang sehr viel gefahren. 28 Siege. Gib dein Bestes, Mann. Ich will unbedingt dieses Auto haben. Kein Problem. Bei dem ist das ja genauso, Alter. Ich krieg's voll nicht mit. Oder bin ich auf einmal besoffen geworden? Ich weiß es auch nicht. Kurzer Rackler drin hier. Irgendwas läuft heute nicht. Ich krieg voll ein zu viel. Das geht gar nicht klar. Seht ihr das auch? Das ist doch völlig abgefuckt. Da habe ich jetzt einen Knick in der Optik. Ah, Handbremse brauche ich nicht. Das ist eine Scheiße mit den Karren. Ne? Klasse gefahren. In allen Gassen wieder ein Erfolg. Scheiß dich drauf. Wirf einen Blick auf die anstehenden Events. Mit einem Sieg kannst du deinen Namen bekannter machen. Oh, Audi RS5. Ah, Audi muss ich fahren. Audi finde ich gut. Ja, schön Audi. Richtiges Auto hier. Hoffentlich kann man mit dem auch ordentlich fahren. Das hat nicht so eine riesen Motorhaube, wo man dann wieder denkt, man hat so einen riesen Teil. Denke ich sowieso immer, wenn ich in die Hose gucke. Mann, habe ich einen riesen Teil, Alter. Guck an. Ja. Er hat auch so eine Riesenhaube, Alter. Ja, der dreht ganz gut, der dreht sehr hoch. Wenn man sich wieder ein bisschen mehr auf die Strecke konzentriert, dann fällt das gar nicht so auf. Aber wenn man mehr so auf die Motorhaube guckt, dann kriegst du ja völlig einen Schaden, wenn du immer auf die Motorhaube guckt bei diesen... Wieder sehr schick aus hier die Strecke.
Kein Kratzer reingemacht in den schönen Audi, da so muss das. Ja. Yeah. So, noch schnell die Challenges. Hier gibt's noch eine, hier komm, zeig an. Aber gibt's keine Fans, Betrug. Da gibt's doch Fans, ich weiß. Come on. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Was gibt's hier? Ach, der RX-7. Nee, mit dem will ich nicht fahren. Promo-Event. Was gibt's hier Schönes? Ach, so ein Überholending. Ah, ja, gut. Ah, nee, doch nicht. Lass mal aufhören jetzt hier. Come on. Ich muss weg. Es regt mich alles zu sehr auf hier. Die ganzen... Es ist ja ein Schein. Ich muss hier weg. Es geht gar nicht an. Und auf Wiedersehen. Scheiße.